Lokalisieren Sie eine Wache mit dem Zugangscode. Wir haben keine Leute mehr gehackt. Ein Schritt und ich schieß dir in den Schädel. Das sieht mal gekonnt aus hier. Man stirbt, richtig. Wie komme ich da rein? Okay. Ich muss das da aktivieren. Okay. Go, go. Und das war's schon, oder was? Das ging ja mal mega schnell. Wir bekommen langsam ein bisschen Talent dafür. So, dann sind wir hier drin gewesen. 3 Tote, ein Verletzter. Was soll das? Mensch, mach doch langsam. Weißt du was darüber? Online finde ich nichts. Ich weiß eine Menge online, mein Freund, eine Menge. So, jetzt bekommen wir doch bestimmt einen Anruf. Jetzt du Nicholas Crisp. Was glaubst du denn so? Das war echt schön hier. Hi, hier ist Abe, Jacks Onkel. Ich wollte nur sicher gehen, dass alles gut läuft. Zuerst will ich wissen, ob Nikki okay ist. Wir haben nichts von ihr gehört. Sie verarbeitet noch ein paar Dinge. Sie braucht etwas mehr Zeit. Nun, Jackson vermisst sie fürchterlich. Sie könnte wenigstens anrufen. Er ist sehr angespannt und fühlt sich nicht wohl hier. Ich verstehe. Und lasse es sie wissen. Wenn sie Probleme mit Jacks haben, egal was, wenn er wegläuft oder so, dann rufen Sie mich bitte an. Mach ich. Und Sie kümmern sich um Ihre Schwester. Ja. Du. Okay, Jax ist angespannt. Verständlich, der weiß ja, was abgeht. Also vielleicht kann er es nicht so wirklich verarbeiten, aber er hat es auf jeden Fall mitbekommen. Keine Ahnung, wo ich hier bin, aber ich zermampf erstmal wieder alles, wie immer. Okay, das war's dann. Das ist der Moment, wo man sein Auto verlassen sollte. So. Wie weit ist es noch? Ungefähr 200 Meter. Oh oh. Die Polizei wird überflutet mit Hinweisen zum sogenannten Rächer. Die Bürger Chicagos sind empört darüber, dass die Polizei den Mann nicht ergreifen kann, den das viele alte Terroristen Scheiße, das ist Pierce! Verdammtes CTOS. Okay. Vorsicht! Wenn ich herausfinde, wer es ihm gesteckt hat,
So. Scheiße. Ich vergesse, dass Clara sowas nicht gewöhnt ist. Ich verschreck sie, wenn ich nicht aufpasse. Crispin ist mein Ticket für die Auktion und die Chance, an Iraq ranzukommen. Er muss verschwinden. Na dann. Wenn es ein dreckiges, verrücktes Schwein ist, interessiert es mich auch nicht wirklich. Auch so interessiert es mich in Spielen nicht wirklich, ob ich Menschen umbringe. Das ist ganz natürlich in Spielen. Mir ist echt egal, was... Hey! So. Der Ort ist zu öffentlich. Besser, wir gehen leise rein. Okay, das hatte ich noch nie. Ich wollte sowieso mal wissen, was passiert, wenn ich das mache. Tada! Dum dum. Und... Lol, es geht aber schnell bei dem Ding. Okay, eins, zwei... So, das... So, das... Go. Drinne. Mr. Quinn möchte, dass Ihr Besuch in Chicago ein denkwürdiger Nutzer. Der Wagen schnurrt, was? Exotisch und schnell. Mr. Quinn wusste nicht, welche Farbe Sie mögen, also wählen Sie selbst. Er hat die Agenda auf dem Handy. Er darf nicht verschwinden. Ich habe Sachen über den gehört. Quinn braucht doch das Geld. Warum arbeiten wir mit dem zusammen? Wir schon wieder Selbstgespräche. Wo ist der? Hä? Komm ich da ran irgendwie? Hallo? Das ist, ich soll ihn persönlich ausschalten, sag das doch. Ist das der Typ? Dann halt so. Nicht gut aus. Wir brauchen Verstärkung. Boah. Dann schaut ihr den Tag versauen. Komm her, los. Komm schon, ich muss mal ein bisschen hinter ihm bleiben. Bleibt mit dran, wir brauchen jeden Mann! Wir kennen ihn von der Straße schon.
Aber immer genau vor der Ampel trickst er mich aus. So Schokolade. Ich hoffe sehr, dass ich jetzt das nicht nochmal machen muss. Wenn ich hier jetzt eh schon einmal umgebracht habe. Er hat die Agenda auf dem Handy. Natürlich muss ich nochmal. Und diesmal nehme ich bitte das da. Ich wollte mich eigentlich nicht die andere Waffe nehmen. Scheiße. Verdammt, ihr habt doch alles überprüft. Wow, das ging schnell. Also wenn ich Aiden Pierce wäre, ich wäre sehr oft schon sehr schnell gestorben. Ich hätte auch wahrscheinlich mehr Erfahrung und würde das nicht immer so angehen, wie ich das angehe, aber... Er hat die Agenda auf dem Handy. Er darf nicht verschwinden. So will ich das haben. Mann verloren. Oh. Mr. Crispin, ich werde nicht um den heißen Brei reden wie meine Geschäftspartner. Ich soll mich um sie kümmern, also weiß ich von ihren Hobbys. Wir brauchen noch ein paar. Wenn sie solche machen, das geht mir nicht an, wenn sie aus der Lande führen. Aber hier in Chicago dürfen sie Mr. Quinn nicht in Gefahr bringen. Als Entschädigung haben wir ein kleines Geschenk für sie. Mit für den Mann, den du. Warum eigentlich nicht? Aber ich will auch so cool sein. Luxusuhr gefunden, das war cool. Ich trinke auch schnell von der Straße. Boah, der fährt sich schwer. Wieso können die eigentlich im Auto schießen und ich nicht? Okay, ich sollte es geschafft haben. Ah, jetzt kann ich endlich gut ausweichen. Okay, dann auch nicht. Ich frage mich, warum immer nur ich gegen die Autos stoße und die Leute nicht. Gut, das ist ein PC, der Computer, der kann das besser vorausschauen, aber... Ich stoße sie von der Straße! Meinst du? Na, dann hau ich mal ab.
Wow, ganz ruhig, PC. Ganz ruhig. Und dann entkommen wir mal. Hat er ganz gut geklappt? Hat er ganz gut geklappt gerade? Der Kerl ist weg und mir reicht. Crispin war auf dem Weg, sich etwas abzurufen, namens Poppy Special, in einem Club namens Infinite 92. Infinite 92. Kein offizieller Eintrag. Er wird in ein paar Threads erwähnt. Oh. Ist wohl ein Fetischclub für Gentlemen. Illegal natürlich. Also ist das Poppy Special eine Frau. Passt zu dem Profil, das Quinn von Crispin hat. Ich bezweifle, dass Poppy... Zentrale, welche Abmutter liegt vor? Was für eine Option ist das? Ich glaube, wir kennen beide die Antwort. Können Sie das ich wiederholen? Fahre zu dem Hallo? Club. Da finde ich Crispins Einladung. Dann fahren wir mal dahin. Notrufzentrale, worum geht es bitte? Dort, der Kerl ballert hier herum. Oh-oh. LS an Einsatzkräfte. CTOS-Scan nach Verdächtigen wird gestartet. Ich glaube, wir haben einen Bug im CTOS-Scan. Bitte warten. Sehr schön. Dem bin ich entkommen. Nein, wieso? Hallo? An alle Einheiten, der CTOS-Scan war ohne Ergebnis. Der ist weg. Sehr schön. So. Dann gehen wir jetzt auf zur Mission. Ich habe gerade gedacht, die CTOS scannen uns jetzt noch und das wäre natürlich sehr doof gewesen. So, was soll man denn hier abholen? Gut, ich bin verkleidet. Was dabei? Kontrolle behalten, so wie wir möglich sagen. Wenn Crispin wirklich so kaputt ist, errege ich Aufmerksamkeit. Nur die Auktionseinladung finden und dann weg. Dann wollen wir mal schauen. Das Poppy Special. Sehr gut, Mr. Crispin. Ein besonderes Gericht extra für Sie zubereitet. Wir passen schon auf Ihre Waffen auf. Mr. Crispin, hier entlang bitte. Wo sind die zugeteilten Wachen, Sir? Wir waren zu langsam. Na dann. Das sieht ja sehr komisch aus hier. Mr. Quinn wollte sicher gehen, dass Sie sich wohlfühlen. In seinem Namen bieten wir Ihnen eine Aufmerksamkeit. Wir wünschen Ihnen viel Spaß damit. Also du bist die Aufmerksamkeit, hm? Wie heißt du? Poppy? Ich weiß, wer du bist. Was du mit Mädchen machst. Nein, es ist nicht. Ist okay. Ich gehe. Mr. Crispin, alles zu Ihrer Zufriedenheit? Noch eine Störung und Sie sind dran. Ich werde dir nicht wehtun. Komm einfach mit mir. Ich helfe dir. Nein! Die finden mich. Sie sagten, du bist ein Monster. Bist nicht Crispin.
oder? Mein Name ist Pierce. Na nu, was war das denn jetzt? Einfach reingegangen, einer nur genommen und wieder gehen, oder was? Ich bin... Es fällt doch auf. Meine Waffe. Hoffentlich beehren sie uns bald wieder. Tu mir einen Gefallen. Ich muss Poppy aus dem Laden rausholen. Ruf den Club an, gib dich als Crispins Assistentin aus. Sag, dass ich wünsche, dass mir Poppy bei der Auktion geliefert wird. Ja, okay. Sie wird da sein. Das regel ich. Vielleicht musste Crispin sterben, aber wenigstens retten wir das Mädchen. Das ist gut, oder? Ich weiß nicht, ob die Rechnung aufgeht, aber wir holen sie da raus. Yeah. Aber damit erstmal Schluss für heute, meine Lieben. Wir haben jetzt echt eine ganze Menge aufgenommen. Und wir sehen uns dann morgen wieder. Und bis dahin wünsche ich euch einen schönen Tag. Und da befreien wir das Mädel, befreien unsere Schwester und schauen mal, was hier noch so abgeht. Bis dahin, adios und ciao.